Ich will, dass ihr dieses Jahr auch den Winter für schöne Bergabenteuer entdeckt. Viele hält einerseits der Schnee und die Lawinen davon ab, andere vielleicht die Kälte. Wie man sich auf Winterwanderungen, Schneeschuhtouren und nicht zuletzt Skitouren am besten kleidet, das erkläre ich dir heute. Starten wir bei der Winterbekleidung mit der Frage, wie muss ich mich eigentlich kleiden, damit mir im Aufstieg nicht zu heiß wird und im Abstieg oder der Abfahrt nicht zu kalt? Die Antwort darauf wäre auf jeden Fall einmal das Zwiebelprinzip. Dazu habe ich vor langer Zeit schon mal ein Video gemacht, das findest du da oben. Bei den Beinen ist das mit dem Zwiebelprinzip aber eigentlich auch gar nicht immer so leicht. Dicke Hosen gibt es nur sehr begrenzt am Markt. Eigentlich gibt es keine Daunen oder dicken Fließhosen, so wie man das am Oberkörper beispielsweise schon kennt. Was ist aber, wenn einem da wirklich mal kalt wird? Der Grund für die dünnen Kleidungsstücke an den Beinen ist eigentlich logisch. Wir können uns einfach nicht vernünftig bewegen, wenn wir wie das Michelin-Männchen aussehen und in Daunenhosen herumeiern würden. Deshalb müssen die Kleidungsstücke ja möglichst funktional sein. Und hier kommen wir jetzt zu den Materialien. Polyester gibt es einmal als normale Hose und einmal etwas anders verarbeitet als lange Unterwäsche. Hier eine etwas unbeliebte, aber trotzdem meiner Meinung nach richtige Meinung. Lange Unterwäsche aus Polyester ist Geldverschwendung. Das sage ich deshalb, weil Polyester in diesem Fall nach außen hin zwar Feuchtigkeit abgeben kann, aber dann zwischen der eigenen Schicht und der Außenschicht gefangen gehalten wird. Das Resultat ist, dass wenn es zu heiß wird, die Unterwäsche dann quasi durchnässt wird. Bei kalten Temperaturen gilt es aber, Feuchtigkeit und Nässe unter allen Umständen zu verhindern. Deshalb ist Merino immer ein guter Ratgeber, wenn es um lange Unterwäsche geht. Denn Merino kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen, ohne sie wieder abzugeben. Außerdem ist Merino von selbst wärmer als Polyester, was es definitiv zum Gewinner unter den Winterbekleidungen macht. Merino ist also ein solider Partner im Aufstieg über längere Zeit und eine warme Lösung für den Abstieg bzw. natürlich die Abfahrt. Als Außenschicht sollte man im Winter sehr weise wählen. Polyesterhosen können zwar relativ windsicher konstruiert werden, sind aber dann oftmals nicht gänzlich winddicht und auch nicht gut gefüttert, weshalb es mehr oder dickere Schichten für guten Wärmeerhalt bräuchte. Bei Softshellhosen können Hersteller unter das Shellmaterial ebenfalls nochmal wattierte Füllungen oder auch dünnes Fließmaterial nähen. Dadurch werden diese Hosen für sich allein schon sehr warm. Leider sind diese Softshellhosen auch stets sehr teuer, deshalb, naja, das Zwiebelprinzip ist zumindest billiger. Bei der Oberbekleidung sollte man noch etwas Wichtiges sagen, auch wenn im Video zum Zwiebelprinzip hier schon viel geklärt wurde. Auch wenn ihr sie im Aufstieg bei schönem Wetter nicht brauchen solltet, packt euch auf jeden Fall eine Daunenjacke oder eine dicke Woll- oder Fließweste zusätzlich in den Rucksack. Das hat zwei gute Gründe. Zum einen, ganz offensichtlich, wenn es um den Abstieg geht, dann braucht man einfach mehr Kleidung als für den Aufstieg. Logisch. Der andere Faktor ist aber auch der Notfall. Wenn man ein Problem hat oder sich verläuft, ist natürlich die Notfallausrüstung sehr wichtig. Aber eine zusätzliche Daunenjacke kann das Wohlbefinden und die Körperwärme noch länger im Biwaksack beispielsweise erhalten. Und glaub mir, im Winter sind diese Notfallszenarien um den Faktor 10 Millionen schlimmer als im Sommer, weshalb so ein kleines, leichtes Backup wirklich angenehm ist. Da müssen wir jetzt noch über eine Thematik sprechen, die vielen nicht bewusst ist. Das subjektive Wärmeempfinden wird über unsere Haut gesteuert. Aber es gibt Bereiche, die hier deutlich sensibler sind und auch in der Empfindung einen größeren Unterschied machen können. Das sind vor allem der Nacken, die Handgelenke und die Knöchel. Das Spannende daran ist, ich kann mich in 10 Daunenjacken einpacken, aber mit nackten Handgelenken, Knöcheln und Nacken werde ich trotzdem ein subjektiv kälteres Empfinden haben, als wenn ich weniger am Körper trage, dafür aber Handschuhe, Schlauchtuch und dicke warme Socken über den Knöcheln trage. Damit lässt sich aber natürlich auch gut spielen. Wenn man also das Gefühl hat, dass man trotz massig Kleidung einfach friert, dann kann man mal überlegen, ob die genannten Bereiche eigentlich warm genug eingepackt sind. Wenn nicht, dann lohnt sich hier auf jeden Fall eine Investition in solide Handschuhe, Fließschlauchtücher und warme Socken. Generell tendieren die meisten Menschen über die Füße auszukühlen. Hier ist es wichtig, immer auf trockene Socken zu achten. Das bedeutet für alle Wanderer und auch Schneeschuhgeher, lieber immer die Gamaschen einpacken, sonst spielt ihr ein Spiel, das ihr einfach nicht gewinnen könnt. Generell gilt, egal wo, Nässe ist im Winter eine echte Bedrohung und das Unpraktische, sie lauert dank Schnee wirklich überall. Das Problem an der Feuchtigkeit sind nämlich die kalten Winde, die diese Feuchtigkeit dann letztlich schneller gefrieren lassen und somit auch den Körper schneller auskühlen lassen. Also Feuchtigkeit ist blöd.
die Feuchtigkeit von außen, aber eben auch die Feuchtigkeit von innen, also der Schweiß. Das sollte natürlich bedacht werden. Und das gestaltet sich in der Praxis, wie vielleicht der ein oder andere von euch schon mal festgestellt hat, als schwierig. Es gibt im Winter tendenziell eher den Hang dazu, entweder unterkühlt oder überhitzt unterwegs zu sein oder eben alle 2 Minuten stehen zu bleiben. Mein liebster Klassiker ist, beim Auto so warm einpacken, dass es kuschelig warm ist, dann losstarten, dann plötzlich merken, ach du Scheiße, es ist ja viel zu warm, dann erstmal stehen bleiben, ausziehen, dann merkt man, oh Gott, hier ist es aber kalt, und dann verschwitzt startet man dann los und das Spiel beginnt quasi wieder von vorne. Ein oft gesehener Klassiker. Deshalb startet beim Auto immer so, dass ihr euch gerne etwas anziehen würdet, wenn ihr da jetzt stehen bleiben würdet. Dann ist das meist die richtige Temperatur und beim Gehen, dann ist man auch angenehm unterwegs. Und jetzt auch nochmal zum Thema Winde zurück. Die eisigen Winde im Winter ändern durchaus die Spielregeln im Spiel der Bekleidung. Denn Daune und Vlies sind keine guten Windstopper. Wenn die Lufttemperatur hoch ist, aber der Windchill sehr tief, dann sind Daune und Vlies einfach keine gute Wahl. Kalt wird einem trotz der ganzen Kleidung. Hier sind Windstopperjacken, Softshelljacken und Hardshelljacken die bessere Wahl. Umgekehrt ist es bei trockenen und windstillen Tiefstemperaturen von minus 10, minus 15 Grad. Hier sind Hardshelljacken einfach zu kalt. Dafür sind dann Daune und Vlies perfekt. Hier würde mich jetzt noch interessieren, was habt ihr denn so im Winter an? Mit welchen Materialien, vielleicht auch mit welchen Marken seid ihr denn so unterwegs? Und seid ihr jemand, dem mal schnell kalt wird am Berg, oder seid ihr sowieso eher mehr der Hitzkopf? Schreibt mir das gerne mal kurz in die Kommentare. Achtet auch unbedingt auf das richtige Material bei Hauben. Funktionsmaterialien, die besonders gut belüftet sind, sind bei windigen Bedingungen eben genau das, was man nicht will. Deshalb lieber auf dünne oder eben dicke Merino-Hauben oder auch Vlies-Hauben achten. Persönlich sehe ich auch da Merino im Vorteil. Gleiches gilt auch für die Socken. Man bekommt mit einer dünneren Faser die gleiche Wärmeleistung und kann daher bei gleicher Stärke mehr Wärme isolieren. Allein deshalb spricht auch bei Socken einiges für Merino-Socken, die heute auch nicht viel teurer sind als normale Bergsocken. Ein wichtiges Detail gibt es zur Bekleidung jetzt aber noch oben drauf. Sonnenbrille zählt für mich auch zur Bekleidung, deshalb unbedingt auch hier auf eine geeignete Ski- oder Sonnenbrille der Kategorie 3 oder höher achten, wenn ihr an sehr sonnigen Tagen im Schnee unterwegs seid, egal wie. Haltet euch warm, achtet auf gute Materialien, um nicht nur dick, sondern auch funktionell unterwegs zu sein. Achtet auf warme Hände, Füße und einen warmen Hals und dann noch die Augen schützen und schon kann nichts mehr schiefgehen. Wer Details zum Zwiebelprinzip braucht, klickt einfach oben beim i auf das entsprechende Video, und auch zum Thema Rucksack packen bei Wintertouren gibt es hier oben auch nochmal ein verlinktes Video. Das ist jetzt auch wieder brandaktuell im Winter. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Berg.